Hallo meine lieben Gamer, willkommen zur Pixelshow 172, dem wöchentlichen PlayStation 4 Magazin mit News, Fragen, Antworten und diesmal dem Wochenthema Deutsch oder Englisch bei Spielen. Es geht gleich los mit den News und einer neuen Systemsoftware für die PlayStation 4, die kam diese Woche raus, nämlich die Version 5.5.0. Dazu gibt es auch auf dem Kanal ein Video, dazu kommen wir auch gleich. Und es gab einige Neuerungen da drin in der Systemsoftware, unter anderem Familienmanager wurde erweitert, ihr könnt jetzt endlich Bilder vom USB-Stick als Hintergrund benutzen, Super Sampling gibt es jetzt auf der PS4 Pro und ein paar neue Features, nichts Bahnbrechendes muss ich sagen, aber zumindest nette neue Funktionen. Was nicht drin ist, das kann ich gleich vorab sagen, ihr könnt immer noch nicht euren PSN-Namen, eure ID ändern. Schade. Eine neue Hardware kommt, wobei neu ist nicht korrekt, sondern eigentlich eine Sonderfarbe für die PS4 Pro, eine Sonderlackierung für die PlayStation 4 Pro gibt es. Zu God of War, eine PS4 Pro im God of War Design. Das Spiel kommt am 20. April raus und damit ja eigentlich auch die Hardware. Ich finde das Design ein bisschen strange, aber ja, ist Geschmackssache, vielleicht gefällt es euch, ich weiß nicht. Dann gibt es noch zwei sehr, sehr interessante Spiele-News bzw. Ankündigungen. Als erstes, Call of Duty Black Ops 4 ist offiziell angekündigt worden. Das Spiel kommt am 12. Oktober raus und es wird eine große Enthüllung geben am 17. Mai. Aktuell gibt es auch schon einen Trailer, allerdings ohne Spielmaterial. Man sieht dabei nur alte Teile und nur das neue Logo, die 4, und zwar 4 mit 4 einzelnen Strichen bzw. römischen Einsen. Zweite Spielankündigung ist The Division 2 kommt von Ubisoft, allerdings noch ohne Termin. Es ist nur klar, aktuell wird dran gearbeitet und es wird auf jeden Fall der zweite Teil kommen. Auch Infos sind hier rar gesät, es gibt keine, vielleicht eine neue Stadt, wer weiß es, keine Ahnung. Das war's jetzt aber erstmal von den Spiele-News. Es geht zu den Neuerscheinungen der Woche. Dazu, wie immer, gehen wir in den PlayStation Store rüber. Und wir haben diese Woche ein paar nette Neuerscheinungen. Eins, was leider scheinbar nicht so nett ist, das ist ein neuer VR-Titel, auf den ich mich echt gefreut habe. Den habe ich letztes Jahr schon mal spielen können, auch auf der Gamescom. Bravo Team. Ein Koop-Militär-Shooter, wo man auch den Aim-Controller benutzen kann von Farpoint. Und wo man zu zweit online shootet. Also es ist ein Deckungsshooter, wo ihr euch von Deckung zu Deckung hangelt. Das Problem ist, es funktioniert scheinbar hinten und vorne nicht. Das Ding ist scheinbar unfertig auf den Markt geschmissen worden. Echt, echt bitter. Echt schade. Ich weiß nicht, also hätten sie noch ein halbes Jahr dran gebaut, dann wäre es wahrscheinlich gut geworden. Aber so gibt es wohl hinten und vorne ziemlich viele Ecken und Kanten und Bugs und es ist spielerisch einfach zu simpel gestrickt alles. Schade. Aus den Maschinen TT, Isle of Man. Ja, Rich on the Edge, Day One Edition. Naja, gut, das Day One Edition zählt nicht dazu. Naja, ein neues Motorradspiel. Und zwar bei der legendären TT-Meisterschaft. Also eigentlich ist das, glaube ich, mit die längste Rennstrecke überhaupt. Länger als die Nordschleife. Weil quasi die ganze Isle of Man, also diese Insel, zur Rennstrecke da wird. Ja, dazu halt ein Spiel. Mal wieder ein neues Spiel. Es gab ja schon mal welche dazu. Ja, kann ich jetzt wenig sagen. Im Motorrad ist nicht ganz so meins. Es gibt eine Royal Edition zu Final Fantasy 15, interessiert es nicht ganz so. Fear Effect, lustigerweise, das kennt man vielleicht noch von der PS1 oder PS2, ich glaube PS1. Es gab schon mal, damals schon einen Fear Effect, genau mit diesen Charakteren, in diesem Grafikstil. Und davon gibt es jetzt quasi, ich weiß nicht, ist das ein Reboot, Remake, Remaster, komplett was anderes? Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, es ist was komplett anderes. Naja, auf jeden Fall ist die Marke wieder da. Was haben wir noch? Wir haben noch diverse neue Editions. Gravel, ich bin nicht sicher, ob ich Gravel beim letzten Mal schon mal vorgestellt habe. Gravel ist auch erschienen, ein neues Rennspiel, allerdings ein Spaßrennspiel. Bisschen im Stile von MotorStorm. Also nichts mit Realismus, sondern einfach nur Vollgasrasen. Auf bestimmten Rennstrecken, also keine Open World oder irgendwas. Es sieht jetzt ganz nett aus, es ist nichts Bahnbrechendes, aber naja, ganz nice vielleicht. Ansonsten war es das eigentlich schon. Aus dem Store. Ja, ich glaube, der Rest ist jetzt nicht ganz so interessant. Ja,
Dann können wir gleich rübergehen zu den Videos der Woche. Und da gab es diese Woche natürlich, was ich schon erwähnt habe, ein erstes Schritte-Video zur Systemsoftware 5.5.0. Die neue Firmware von der PS4, ein paar neue kleine Features drin, die kann man sich mal anschauen, dann habt ihr zumindest einen Überblick, weil es ist irgendwie nicht klar, wenn man die PS4 updatet, was es überhaupt Neues gibt, weil es wird einem nirgends eigentlich gesagt. Außerdem gab es mal wieder ein neues Video mit Community-Rennen in Gran Turismo Sport, das wird es dann weiterhin geben und mal gucken, vielleicht mache ich auch mal wieder ein VR-Video. Und es gab natürlich Kingdom Come Deliverance Gameplay. Und das bringt uns sowieso zum Wochenausblick. Ja, es wird mit Kingdom Come vielleicht zwischendurch mal wieder was bringen. Irgendwie kommt das nicht ganz so an bei euch. Aber ist mir egal. Es macht Spaß und ich mache da gerne mal zwischendurch mal ein Video dazu. Dasselbe mit Gran Turismo. Wie gesagt, ich glaube, VR ist mal wieder dran. Ich habe da wieder mal Bock, bestimmte Autos und bestimmte Strecken auszuprobieren. Das ist in VR immer besonders reizvoll irgendwie. Außerdem wird es Gameplay-Video geben zu Surviving Mars. Neue Aufbausimulation kommt, wo man eine eigene Marskolonie gründet. Und das, da werde ich auf jeden Fall dabei sein. Das wird richtig gut, hoffe ich. Und bin ich gespannt drauf. Dann kommen wir zum Thema der Woche. Und diesmal ist ja das Thema der Woche Deutsch oder Englisch. Da habe ich euch eben das letzte Mal gefragt, wie spielt ihr eure Spiele? Lieber auf Deutsch oder lieber auf Englisch? Was meistens die Originalsprache ist. Manchmal ist es auch Japanisch zum Beispiel. Aber ich kann vielleicht vorab noch sagen, weil vielleicht mal kommt die Frage auf. Normalerweise, wenn es geht, spiele ich auf Englisch, weil das meistens, ich sag meistens, die Originalsprache ist, in der es konzipiert wurde. Zum Beispiel Uncharted. Es sei denn, die deutschen Stimmen sind professionell vertont. Also auch wieder Uncharted. Uncharted ist auch auf Deutsch extrem gut. Oder auch The Witcher. Wobei The Witcher wäre im Original ja eigentlich auf Polnisch, wenn man es genau nehmen will. Yakuza beispielsweise, die Serie, die spielt man ja auf Japanisch. Das heißt, die gibt es sowieso bloß auf Japanisch. Muss man auf Japanisch spielen mit englischen Untertiteln, das geht gar nicht anders. Lange Rede, kurzer Sinn. Beispielsweise Kingdom Come Deliverance spiele ich allerdings auf Deutsch, weil Deutsch ist im Grunde originalgetreuer als Englisch im Spiel. Weil man ja im Grunde, ich sag mal, in Böhmen spielt und das grenzt ja eigentlich an Deutschland an. Das heißt, eigentlich war damals ja so eine Art, die Sprache war sowieso anders als jetzt, aber es war auf jeden Fall, ich sag mal, in dieser Region war es mehr Deutsch als Englisch. So, aber ich bin kein Sprachwissenschaftler, deshalb hört ihr einfach mir nicht zu, sondern wir schauen uns einfach mal die Kommentare an, was die Leute so schreiben. Steph Sarge macht den Anfang. Da die Synchro vor allem bei Storyspielen auf Englisch meistens besser ist, spiele ich auch auf Englisch. Ich kann Englisch so gut wie Deutsch, von daher habe ich so oder so keine Probleme. Natürlich gehe ich als Deutscher erstmal auf Deutsch, aber hauptsächlich bei Spielen, wo man viel lesen muss, weil es trotzdem schneller geht. Japanisch geht für mich gar nicht, weil ich rein gar nichts verstehe. Ja, ich kann auch kein Japanisch. So ist es ja. Taco, ich finde es immer besser, das Original zu spielen. Also mit Sprache und unzensierten Hakenkreuzen. Oh, gleich so. Okay, Wörtern und so weiter. Manchmal will ich es aber trotzdem auf Deutsch spielen, weil es mehr relaxed. Ja, das verstehe ich auch. Ja. Felix, hey Thomas, zum Thema Sprachen in Games kann ich nur sagen, dass mir eigentlich relativ egal ist, ob sie auf Deutsch oder auf Englisch sind, da ich Englisch relativ gut beherrsche bei Spielen wie GTA. Mit manch schwierigen Dialogen macht es eigentlich schon Sinn, mit den Untertiteln zu haben. Ja, das ist natürlich immer der Kompromiss, den man immer eingehen kann, wenn man auf Englisch spielt, dass man deutsche Untertitel hat, was oft genug gibt. Ivan, servus Thomas, schreibst du. Ich schaue dein Video schon seit knapp 2 Jahren und deren Qualität steht super. So, mal zum Thema. Es ist je nach Spiel unterschiedlich. Xenoblade Chronicles spiele ich auf Japanisch, da die englische Synchro mir nicht gefällt. Dragon Ball FighterZ, auch lieber die japanische Sprachausgabe, da die Japaner meiner Meinung nach die Emotionen und das Schreien nochmals einen Tick besser hinbekommen als beim Englischen. Absolut richtig, absolut richtig. Bei Ghost Recon Wildlands ist die englische Synchro zigmal besser als die deutsche, Wortspiel und so weiter. Jetzt, bevor ich stets die deutsche Synchro schlecht mache, nenne ich mal positive deutsche Synchro. South Park, ist die deutsche Synchro der Hammer? Absolut, stimmt. Ja, das sind dieselben Sprecher, schreibst du auch wie in der Serie und immer auf demselben Niveau wie die englischen, teilweise auch besser. Und perfekt die Emotionen der Charaktere übermitteln. Absolut, ja. Kann ich so unterschreiben. Seblo, ich spiele manchmal auf Deutsch und Englisch, okay? Als Thema der Woche hast du ein paar Vorschläge, genau. Last of Us meinst du, Only on PlayStation... Exklusivtitel, das erste PS4-Spiel, Top 5 für PS4. Okay, ich notiere das mir. Sammeln oder spielen. Und eins davon, ich glaube, können wir für nächste Woche gleich mal, kann ich mir gleich mal vormerken. Mal dranbleiben.
Dead Nation, ich bin froh, dass man Englisch gut ins Deutsche übersetzen kann, da mein Englisch so schlecht ist wie Autofahren ohne Lenkrad. Das ist ein schöner Vergleich, das habe ich nie gehört. Autofahren ohne Lenkrad. Andreas, ich verstehe nur Deutsch, also spiele ich auch Deutsch. Lohnt sich Destiny 2 als Einzelspieler? Nein. Nein, weil du musst ja sowieso, Destiny 2 hat ja Online-Zwang, das heißt, du spielst ja sowieso online. Und das Solo zu spielen, ne, überleg dir vielleicht eher Titanfall 2. Gordon, ich zocke Spiele mit einer umfangreichen Story, am liebsten auf Deutsch. Eigentlich verstehe ich Englisch recht gut, aber ich finde es einfach entspannter, wenn ich wirklich alles verstehe und nicht ständig auf die Untertitel achten muss. Es gibt aber Ausnahmen, bin ein großer Fan der Yakuza-Reihe. Yes! Und habe bisher alle Teile durchgezockt, da will ich gar keine deutsche Synchro haben. Ja, die gibt's ja auch nicht. Und du hast einen guten Geschmack auf jeden Fall. Typisch TV. Ich zocke in den meisten Fällen auf Deutsch, es sei denn, die Synchro ist wirklich unerträglich. Ich betone das so, weil es viele Gamer gibt, die über die deutsche Synchro meckern, obwohl diese völlig in Ordnung ist. Ja, sie wird immer besser, sagen wir es mal so. Es gibt immer noch schlechte Ausnahmen, aber es ist auch extrem viele gute Übersetzungen dabei. Gripkeeper. Ich spiele überwiegend deutsche Spiele, mag es nicht, wenn ich im Store zwar gute Spiele finde, die aber in Englisch sind. Sowas kaufe ich mir dann erst gar nicht. Wie immer super Video weiter so. Ja, dann mache ich das. Gamer Freeheart. Oder so ähnlich. Ich spiele die Spiele nur auf Englisch, damit ich besser in der Sprache werden will. Michi kommt auf Spiele an, sowas wie Weltkriegsshooter auf Englisch wegen der Atmosphäre. Audiolastige Spiele gut. Deutsch synchronisiert, siehe 2K Games. Meistens das Optimum, aber Texte auf Deutsch und Audio in Originalsprache, wenn nicht zu viel oft gesprochen wird. Sonst würde das Lesen nur ablenken und ich würde mir nicht die Mühe machen, zuzuhören und es gehen eventuell wichtige Fakten verloren. Ja. Max, ich spiele ausschließlich in allen Games mit deutscher Sprache, außer in Shootern wie Battlefield. Jane, ich spiele eigentlich immer auf Deutsch, außer bei The Crew, da habe ich das Audio auf Englisch gestellt, da finde ich es, dass es komisch klingt, wenn die Polizei etwas auf Deutsch sagt, weil die Übersetzung teilweise komisch ist, auch bei anderen Spielen. Den Text habe ich auf Deutsch gelassen. Psyana, ich zocke meine Games lieber auf Deutsch, vor allen Dingen, wenn die Story wichtig ist, bin ich auf eine vernünftige deutsche Sprache angewiesen, da ich sonst die halbe Story nicht checke. Bei Spielen, wo die Story hingegen nicht ganz so wichtig ist, bei einem Jump'n'Run, da ist es nicht so schlimm, wenn das Game nicht auf Deutsch ist. Bei GTA mache ich da eine Ausnahme, aber die meisten Games müssen für mich auf Deutsch sein, weil, wie gesagt, wenn ein sehr storylastiges Spiel nicht deutsch ist, verstehe ich das meiste nicht. Ja, verstehe ich auch, ja. Was mir gerade noch einfällt, GTA ist ja die englische Synchro auch ja brutal gut, aber die hat extrem viel Slang. Also das sind teilweise die Leute, die reden einfach total, ja, wie soll ich sagen, bauernhaft. Oder so ein Gossenslang. Das ist teilweise echt schwer zu verstehen. Also auch mit den Wortspielen. Ja. Latunia, ich spiele gerne mit englischer Sprachausgabe, da es sich bei diesen Versionen nicht zu komischen Synchronisationsunfällen kommt. Ja. Aber gerade wegen der Intensivität. Wenn du, das heißt doch Intensität oder halt heißt es Intensivität. Ich glaube, es heißt Intensität der Sprache, die im Original meiner Meinung nach viel besser ist. Bestes Beispiel Last of Us, dort spiele ich die deutsche Sprachausgabe echt Spaß und was? Ambienterraubend. Ambienterraubend? Hä? Ich glaube sogar, dass ich durch das Spielen lernen so gut in Englisch bin. Ich spreche Englisch perfekt, was nicht unbedingt so durch die Schule kam. Ah, jetzt verstehe ich, okay. Ja, ganz ehrlich, Leute, ihr lernt tatsächlich Englisch bei Spielen. Ja. Das war auch schon vor Jahren so, also auch, weil früher, damals, zu meiner Zeit, die Spiele waren viel häufiger auf Englisch. Teilweise auch ohne Sprachausgabe, sondern einfach nur Text, aber einfach Englisch. Und dann musste, wenn man spielen wollte, musste man wissen, wie es weitergeht. Und damals, Gott, jetzt fange ich schon wieder so an. Und damals, es gab ja damals kein Internet. Wir hatten damals ja nichts. Oh Gott, ich erzähle das jetzt echt. Ist egal. Nee, in der Prä-Internet-Zeit konnte man ja auch nicht kurz mal gucken was und googeln, was ist denn das für ein Wort, sondern da gab es einfach ein Wörterbuch. Man hat ein Wörterbuch gehabt, das Spiel, keinerlei Hilfe aus dem Internet und dann hat man sich dran gesetzt und hat es versucht zu lösen. Tja, wenn es ein textlastiges Spiel war. P072708, ich spiele 99% der Games auf Deutsch, auch wenn viele Spiele in der Originalvertonung besser rüberkommen, nur Sprachen liegen mir halt einfach nicht. Ja, verstehe ich. Yannick,
DE, also deutsche oder polnische Sprache, weil das meine Heimatsprache ist. Liebe Grüße aus Polen. Schade, dass ich nicht nach Deutschland sein kann, weil meine Freundin und Freunde in Deutschland sind. Ah, ja, aber Yannick, ich weiß doch, du gehst doch immer, du reist doch immer hin und her. Du reist doch auch, bist doch immer wieder in Deutschland, oder? Marian, ich spiele auf Deutsch, weil ich noch Schüler bin und deshalb nicht so gut Englisch sprechen kann. Ich gucke zwar viele englische Videos, aber in Spielen, wo es schnell vorangeht, kann es schnell passieren, dass man etwas nicht richtig versteht. Stimmt. Mir fällt noch was ein, genau. Das Gute an Spielen ist, normalerweise wird dort ein deutliches Englisch gesprochen als beispielsweise in Fernsehserien. Also teilweise wird in Fernsehserien und vor allen Dingen in Filmen, in englischen Filmen, unglaublich schlechtes Englisch gesprochen oder genuscheltes Englisch. Und man hat überhaupt keine Ahnung, worum es geht. In Spielen ist die Synchro viel deutlicher mit der Aussprache. Aber das nur nebenbei. Bauchnabeltyp. Ich spiele Games meistens auf Deutsch. Bei manchen Spielen, zum Beispiel Witcher 3, finde ich die deutschen, englischen Stimmen einfach besser. Und aufgrund dessen spiele ich auch auf Englisch. Bei Spielen, wo es nur englische Sprachausgabe habe ich auch kein Problem. Gut. Dann haben wir noch den Nummer 1, der sagt, ich kann zwar Englisch, aber spiele doch gerne auf Deutsch. Habe so das Gefühl, dass bei manchen Spielen die Emotionen besser rüberkommen oder bei gewissen Spielsituationen passt die deutsche Synchro-Stimme einfach besser, es sei denn, es ist Yakuza, da ist es okay, dass es auf Japanisch ist. Ja. Was ist deine Meinung nach Englisch, Deutsch oder Japanisch? Meine Meinung, wie gesagt, ich bleibe möglichst auf den Originaltiteln möglichst nah dran, also wie es gedacht ist, also wo es am besten passt. Aber manchmal, also das heißt, meistens ist es dann Englisch, aber manchmal habe ich auch keinen Bock auf Englisch und dann schalte ich doch wieder auf Deutsch, weil das kann man sogar nebenbei gut verstehen auch. So, aber es ist natürlich auch alles eine Sprachkenntnis, klaro. So, du hast noch Themenwochenvorschläge und zwar, was man an Kohle im PS4-Zubehör oder generell die PlayStation investiert hat. Ja, ist eine Idee, aber ich glaube, das weiß kein Mensch, wie viel Geld in dem ganzen Equipment steckt, oder? Vielleicht kann ich da mal was ausdenken. Nein. So, wir machen jetzt aber ein anderes Thema, inspiriert von, ich glaube, Sablo war es. Und zwar, was war euer erstes PlayStation-Spiel? Hashtag First. Denn, das würde mich interessieren. Und zwar ist es egal, ob das als PS1 ist, PS2, PS3 oder PS4. Wann auch immer ihr eingestiegen seid in die PlayStation. Es kann ja sein, dass ihr erst zur PS2, was ich, zu Need for Speed eingestiegen seid oder zur PS3 zu Ratchet & Clank oder erst zur PS4 zu was auch immer, keine Ahnung, zu Last of Us. Das geht auch für PS3 auch. Das würde mich interessieren. Schreibt das einfach mal mit Hashtag First einfach unten in den Kommentaren. Was ist euer erstes Spiel, PlayStation-Spiel gewesen, was ihr gespielt habt? Was ihr gespielt habt, ja. Ich kann euch noch sagen, Moment mal, das erste, was ich gespielt habe, das weiß ich nicht, aber das erste Spiel, das ich gekauft habe, das war Wipeout 2097, das habe ich nämlich zusammen mit meiner ersten PlayStation gekauft vom eigenen Geld. Ergo war das zumindest mein erstes PlayStation-Spiel, das mir gehört hat auch. Ja, und natürlich eure Vorschläge für Themen der Woche gerne, sehr gerne. Dann geht's rüber zur Fragerunde und euren Fragen aus der 171. Ihr könnt eure Fragen gerne unten in den Kommentaren stellen, wie gewohnt, rund um die PS4, was auch immer ihr für Fragen habt. Und ich würde sagen, wir zischen gleich weiter zu, nicht den Systemfragen, diesmal gab es keine Systemfragen, sondern wir gehen gleich rüber zu den Hardwarefragen. Und Latunia mal wieder schreibt, hey Thomas, ich habe mich gestern mit einem Mitarbeiter von Sony unterhalten, bei unserem Saturn. Ich fragte ihn, ob er wohl was weiß, wann und wie Sony die neue Generation rausbringt. Darauf sagte er, dass er so etwas nicht genau beantworten kann und dürfte. Aber er sagte, dass er sich bei Sony wohl die Firmenphilosophie geändert hat. Es gibt auf jeden Fall eine neue Konsole bis 2022. Er hat gesagt, ich soll es keinem verraten. Naja, aber was meint er mit Firmenphilosophie? Lassen Sie VR fallen oder was denkst du? Im Netz gibt es ja haufenweise Vermutungen. Lassen wir uns erstmal die Leute hier, es gab nämlich einiges Feedback zu dem Kommentar, schauen wir mal, Selina sagt, wenn man schon verspricht, etwas für sich zu behalten, sollte man dies auch tun, ist schon etwas mies, so ein Charakter, aber er hat dir sowieso nichts erzählt, von daher, ja, stimmt, es ist auch Quatsch, also, dass er irgendwas Geheimes ausplaudert und du sollst es nicht weitersagen, also es ist Blödsinn irgendwo. Was stimmt, ist das mit der Firmenphilosophie, aber ich schaue jetzt noch mal kurz weiter. Ein Versprechen ist kein rechtswirksames Argument, schreibst du noch? Ja, stimmt eigentlich. Und was schreibt der Michi noch? Der hat noch einen Kommentar zu diesem Thema.
Fakt ist, dass Sony sowieso an einer neuen Hardware arbeitet. Die wollen vor der Konkurrenz auf den Markt, die sie vor der Konkurrenz auf den Markt bringen. Ich frage jetzt nur, wie kann man kostendeckend ein Produkt auf den Markt bringen, welches innovativ genug ist und damit die breite Masse es kauft. Ein Hardware-Update mit etwas mehr Auflösung und Kantenglättung reicht heutzutage nicht mehr, um einen Mega-Server zu erschaffen. Klar, die PS5 hat mehr Power als die Xbox One X, aber wird das einen Umstieg rechtfertigen? Ja. Traurige Gewissheit ist wohl, dass die PS4 Ära nur ein GT, ein God of War, ein Last of Us, Horizon Zero Dawn und so weiter gibt. Also muss man sich für die Nachfolger die PS5 holen, kostet es, was es wolle, aber und viel besser werden die auch nicht aussehen bzw. spielen lassen. Aber wir haben der Dinge, die da kommen. Ja, kann ich nicht ganz so unterschreiben. Letztlich ist die PS4 noch ziemlich lebendig, also die würde ich noch lange nicht abschreiben. Vor allen Dingen, weil sie sich eben immer noch beständig verkauft. Also es ist ja nicht nur, dass es schon viele verkauft wurden, sondern also über 70 Millionen, und die verkauft sich ja immer noch weiterhin gut. Ergo, Also, aber was ich sagen wollte zum Thema Firmenphilosophie, es hat sich das umgestellt, dass man jetzt sagt, man wechselt jetzt nicht mehr von einer Konsolengeneration zur nächsten, sondern es gibt Zwischenschritte zu dieser Generation. Und das nennt sich in dem Fall jetzt zuletzt PS4 Pro. Das heißt, man die PS4 und irgendwann die PS5, aber das ist zu weit weg, die PS5. Also machen wir noch einen Zwischenschritt und der heißt eben PS4 Pro. Das heißt, wir machen das Ganze abwärtskompatibel komplett und gleichzeitig 4K-Auflösung. Jetzt brauche ich gleich was zu trinken. Ich meine, diese Ansage, das ist das Einzige, was der rausgelassen hat. Diese Mitarbeiter von Sony, also ich nehme an, das ist sowieso nur ein Saturn-Mitarbeiter, der mutmaßt wahrscheinlich, dass es 2022 eine neue Konsole gibt. Das weiß ja noch kein Mensch, weil eigentlich im Netz schwirren ja immer Gerüchte rum, wann eine PS5 sicher geglaubt wird, aber Fakt ist, es gibt noch nichts. Also es ist noch nichts klar. Ich würde an sich schätzen, auf jeden Fall bis 2022, weil sonst ist die PS4 ist ja schon alt. Also, wie soll ich sagen? Ja doch, eigentlich ist sie alt. Die ist ja jetzt über 4 Jahre alt. Das ist für eine Konsole schon ein gutes Alter eigentlich. Bei der Pro ist natürlich wieder was anderes, aber naja, schauen wir mal. So, Julian, der schreibt, ich möchte mir eine PlayStation VR 2 aus den USA holen. Kann mir wer Infos wegen Versandkosten und Zoll geben für Österreich? Das ist aber schwierig für Österreich. Also du meinst natürlich die zweite Revision von PlayStation VR. Es gibt ja noch keinen echten Nachfolger, sondern halt die überarbeitete Version. Das ist natürlich erstmal die Frage, warum willst du die aus USA holen? Du kannst sie doch auch hier in Europa kaufen. Hätte den Vorteil, weniger Versandkosten und kein Zoll, weil innerhalb von der EU hast du ja keinen Zoll eigentlich. Wenn es aus USA sein muss, dann hast du natürlich höhere Versandkosten. Und normalerweise, aber gut, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ich weiß nur, wie es in Deutschland ist. Normalerweise musst du den Zoll nachzahlen, weil du musst die Mehrwertsteuer von dem Gerät quasi nachzahlen dann. Und wenn du es nicht meldest, hast du noch eine Strafgebühr obendrauf. Ich nehme an, in Österreich ist das ähnlich. Aber es ist so, oft genug kommen ja viele Pakete auch außerhalb von der EU hier an, die nicht kontrolliert werden, weil das Ganze wird nur stichprobenartig gekontrolliert. Und deswegen kann sein, dass du überhaupt keinen Zoll hast, aber die Versandkosten hast du auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es ist, beispielsweise auf Amazon.com kann man aber schauen, also com ist ja quasi die US-Seite von Amazon, was die verlangen. Da steht es auch irgendwo. Man kann auch in USA bei Amazon was bestellen und sich das hierher liefern lassen. Das geht, aber ja, es hat gewisse Versandkosten. Das ist nicht Prime-fähig. Real Germany, ich möchte mir einen zweiten Bildschirm holen, für einen für PC und den anderen für PS4. Kannst du mir sagen, ob sich das lohnt und mir vielleicht einen Monitor empfehlen für bis 200 Euro? Also, du willst einen zweiten Bildschirm. Die Frage ist, warum nimmst du nicht denselben Bildschirm für PC und für PS4? So mach's ich, also teilweise zumindest. Weil ich habe hier einen Zweitmonitor, okay? Ich habe einen Zweitmonitor. Das ist der Zweitmonitor für meinen PC und das ist der Monitor gleichzeitig für meine PS4. Weil der Monitor hat zwei HDMI-Eingänge und ergo kann ich den, muss ich bloß umschalten, kann ich beides benutzen. Also vielleicht brauchst du nur einen Bildschirm, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ansonsten kann ich sagen, ja, ich habe einen Asus-Monitor, allerdings den uralten. An sich würde ich Asus empfehlen. Schau nur, dass die Reaktionszeit niedrig ist und natürlich schau, was für eine Auflösung du haben willst. Das ist eher die Überlegung, ob du ein Full HD haben willst oder nicht gleich doch ein 4K-Monitor. Yannick, ich habe mal eine Frage. Ich habe meine PS4 schon 4,5 Jahre lang. Lohnt sich eine PS4 Pro oder eine Xbox One X? So, schauen wir mal, was die Leute schon so schreiben. Latunia sagt,
Ich kann dir mal von meiner Entscheidung berichten. Klar lohnt sich ein Update. Natürlich bräuchtest du ein Upgrade auf PS4, Xbox One X, ein 4K, aber auch der Leistungsschub bringt was bei HD+. Hä? Was? Ach so. Ja, okay. Der Michi schreibt, da du schon eine PS4 hast, empfehle ich dir die Xbox One X. Die gab es schon für 429 Euro und da kannst du auch, das kannst du dir auch als Preispunkt setzen, da machst du nichts verkehrt. Okay, Yannick, du schreibst, okay, nächsten Monat hole ich mir die Xbox One X. Oh, huh. Leute, haben jetzt, ist es wirklich innerhalb der Pixel-Show, ist gerade jemand auf den Xbox-Trichter gekommen? Tatsächlich. Okay, ja, okay. Hat sich die Frage eigentlich erledigt? Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, du musst rumtun. Oh, hast du einen 4K-Monitor oder 4K-Fernseher? Dann eine PS4 Pro natürlich. Aber ja, aber ich muss sagen, die Xbox One X lohnt sich ehrlich gesagt aber auch nur, wenn man 4K hat. Die normale Xbox lohnt sich gar nicht. Die One, die ist einfach, die ist von der Power auch völlig unterlegen. Die X bietet, ich sag mal, sehr, sehr coole Multiplattform-Titel, vor allen Dingen Assassin's Creed und so weiter. Das sieht besser aus als auf der PS4 Pro, das muss ich zugeben. Das Problem ist, du hast natürlich dann kein Uncharted in 4K beispielsweise. Aber wenn du damit kein Problem hast, dann okay. Michi dreht noch zum EA Access-Abo, das kostet 25 Euro. Ja, wenn man EA-Fan ist, wobei gibt es EA-Fans? Wer weiß es? Naja. Wir kommen zu den Spielefragen. Und dem Le Mans-Fan. Glaubst du, dass Assetto Corsa Competizione für die PS4 rauskommt? Ich glaube nicht. Also zunächst mal kommt es nicht raus, behaupte ich mal. Weil, ich weiß auch nicht warum, weil ich glaube, die wollen das Ganze ja wirklich, wie der Name sagt, ja irgendwie auf Online- und wahrscheinlich E-Sports-Bereich machen. Und ich glaube, die werden das mal gucken, dass das komplett erstmal auf PC läuft. Und erst wenn es auf PC mal läuft, wer weiß, wie lange das dauert, halbes Jahr, ein Jahr, ich weiß nicht, dann werden sie es vielleicht mal für Konsole machen, denke ich. Ich glaube auch, dass sich Assetto Corsa auf der PS4 nicht so richtig gut verkauft hat. Ich habe übrigens keine Zahlen dazu. Latunia, ich wollte fragen, wie du zu Mavericks Proving Grounds stehst und was deine Gedanken dazu sind. Da man nur Teilstücke weiß, würde ich meine Vorstellung mal schreiben. Ich denke, es ist so eine Mischung aus DayZ, PUBG und Arma. Ich freue mich auf jeden Fall, da ich so Spiele wie Arma, PUBG und DayZ liebe, wird es mal meinen Geschmack treffen. Am meisten reizt mich die Vorstellung, mit tausend anderen Spielern zu überleben, zu kämpfen. Und was ist deine Meinung zu dem Game? Und ich muss sagen, da hast du mich auf dem kalten Fuß erwischt. Auf dem kalten Fuß? Das ist doch anders, das Sprichwort. Ist ja egal. Ich habe vorher noch nie gehört von diesem Spiel, von Mavericks Proving Grounds. Und wenn ich mal noch nie von dem Spiel was gehört habe, dann muss das schon was heißen. Also, ich habe aber vorher noch mal nachgeguckt. Ja, also das Tolle soll eben sein, dass es eben 1000 Spieler gibt insgesamt auf der Map, beziehungsweise ein Battle Royale mit 400 Spielern. Also das Vierfache von PUBG, glaube ich. Und ja, das klingt alles ganz gut in der Theorie, aber irgendwie, ich weiß nicht, es läuft doch noch keine Beta, es läuft doch noch nichts davon. Ich bin da mal noch kritisch, ob das wirklich so gut wird. Das müssen die erstmal beweisen, im Early Access oder wo auch immer, ob das wirklich läuft mit so vielen Spielern, wenn die alle online gehen wollen. Ich weiß ja nicht. Na, mal schauen. Auf jeden Fall wird das sowieso erstmal PC kommen, glaube ich, und dann mal gucken, was. Ich weiß nicht, kommt das wirklich für Konsole auch gleich raus? Also, es wundert mich, es klingt für mich ein bisschen überambitioniert. Aber warten wir mal ab. Seblo! So. Du schreibst aus eine Frage, welche PS3-Spiele sollte ich unbedingt nachholen? Red Dead Redemption. Wie oft sage ich denn das? Echt, das ist nicht zu fassen. Red Dead Redemption und Red Dead Redemption. Nee, ganz ehrlich, ich habe jetzt auf die Frage, habe ich jetzt aktuell gleich eine Antwort, wenn ich mal ganz kurz gucke, weil das Problem ist, beispielsweise würde ich sagen, sowas wie Last of Us, aber es bringt nichts. Last of Us gibt es auf PS4 auch. Dasselbe GTA 5 gab es auch zuerst auf der PS3, gibt es aber auf der PS4, brauchst du also nicht nachholen. Es gibt ältere God of War Teile, aber da ist auch zum Beispiel der dritte Teil, ist ja auch ein Remake. Es gibt es ja auch, oder Bioshock. Es gibt viele, viele Spiele, auch Skyrim beispielsweise, die waren damals top auf der PS3, aber die haben alle ein Remake bekommen. Auch Heavy Rain beispielsweise oder Dark Souls wird es jetzt noch kommen. Was man nachholen kann unbedingt, stimmt, fällt mir gerade ein, Portal 2. Das ist unglaublich gut. Da gab es immer noch kein Remake, ich weiß gar nicht warum. Fallout 3 fand ich auch sehr geil. Die alten Assassin's Creeds, eigentlich, die gibt es ja nicht. Wobei doch, die gibt es ja teilweise schon, aber ein paar nicht.
Ja, das ist es so ungefähr. Dead Space, dann gibt es viele Fans, war ich jetzt nie so groß dabei. Ja, das erste Ni no Kuni vielleicht. Ja. So, und der Mats schreibt noch 25. Mai, fett im Kalender markieren, Detroit, Hashtag. Ja, stimmt, ich glaube, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Detroit Become Human kommt am 25. Mai raus. Das hat auch Sable mal geschrieben. Jo, ich hoffe, das wird gut. Ich hoffe es so. Naja, jetzt haben wir noch zwei allgemeine Fragen. Zunächst mal vom Jason. Ich würde freitags gerne mal bei GT Sport mitfahren. Wie funktioniert das und was muss ich machen? Also, es ist ganz simpel. Am Freitag musst du einfach im Livestream dabei sein oder überhaupt, wer Bock hat. Ich mache im Freitagstream normalerweise eine offene Lobby auf für GT Sport mit dem Namen Pixel Connect. Die kann man normalerweise, glaube ich, kann man den Namen nicht mehr suchen, aber ich mache eine bestimmte Strecke auf und du kannst ja die Lobbys nach bestimmten Strecken filtern. Und sobald das klar ist, dann mache ich die Lobby auf und dann kannst du einfach reingehen in die offene Lobby, also unter Lobbys. Das ist ja im Hauptmenü drin. Ganz normal, es ist ohne Anmeldung oder so. Ich habe aktuell ist es noch, dass es offen ist. Also aktuell ist es noch okay, weil ganz selten irgendwelche Trolle sich da verirren. Wenn das mal der Fall sein sollte, werde ich die einfach geschlossen machen und dann nur noch auf Einladung. Aber aktuell ist es offen. Das Problem ist eher genau, dass die meistens gleich voll sind. Also die 16 Leute sind gleich flott da und dann ist sie zu. Dann muss man warten, bis einer rauskommt und dann kann man wieder rein. So, der Johannes fragt dann noch als letztes für heute: Hast du auch eine E-Mail bekommen von Sony, wo die eine Umfrage machen wegen PS Plus? Nee, ich habe keine bekommen, aber es kann sein, dass die mal was rumschicken. Allerdings oft ist es eher so manche Leute bekommen es, manche nicht. Ich habe auch mal irgendwann plötzlich eine Aktion bekommen. Ich glaube, was waren es? 20% auf den nächsten Einkauf im PSN. Das haben auch nicht viele Leute bekommen, aber bei mir erschien es plötzlich und dachte mir, okay, dann kaufe ich gleich noch irgendwas. Ein paar Auktionen gibt es nur für ein paar Leute und das ist auch Zufall. Und auch hier Umfragen auch. Ja. So, das war's von der Pixel Show, von der 172. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt das Ganze gerne abonnieren, ein Gefällt mir da lassen. Ich bin schon wieder komplett durcheinander. Und ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim Spielen, noch eine schöne Woche, schönes Wochenende, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.